Willkommen, Preview Live Let's Play mit der Beta-Version von Planet Zoo. Ridi ist schwanger, ist trächtig. Ein Satz, den ich noch nie vorher bei irgendeinem Livestream gesagt habe. Mein V ist trächtig. Das sind so Erfahrungen, die kann man nie nur bei Planet Zoo machen. Ist auch ein Satz, den ich im Real Life, glaube ich, noch nie gesagt habe. Komisch, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Die Frage ist, kommt Ridi mit... Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, aber trotzdem, man macht sich so seine Gedanken. Kommt Ridi damit alleine klar? Ich hoffe, dass ja. Notfalls rufen wir Tierarzt, Tierpfleger, was auch immer. Da hat wohl irgendjemand vergessen, die Verhütungsmittel zu benutzen. Die können wir hier auch den Tieren geben. Den verordnen, dann werden die ins Futter reingemischt. Gibt aber auf jeden Fall demnächst mehr und mehr Arterhaltungspunkte. Wir bekommen die, wenn wir Tiere verkaufen, auf den Marktplatz, sie in der Wildnis freilassen. Wenn wir andere Zoos besuchen, wenn wir uns täglich anmelden. Also jedes Mal, wenn wir hier online gehen. Ich habe eben nur welche dafür bekommen, dass ich schon wieder mit euch gestreamt habe. Und wenn wir Herausforderungen abschließen. Aber das ist alles mehr für, wir sind ja noch in der Beta, für die Release-Phase. Die Leute werden geschnappt von den Entwicklern und süchtig gemacht. Spielt täglich unser Spiel, dann bekommt ihr Loot, also irgendwelche Arterhaltungspunkte. Kann man so sehen, kann man aber auch so sehen, ob das gut ist. Trächtig klingt irgendwie komisch. Sie hat ein Ei gelegt, vermutlich, schreibt Birgitta Maria, und hat da wohl recht. Wo hat sie denn? Können wir hier die Eier sehen? Schaut mal. Oder müssen wir die Eier erstmal suchen gehen? Hier ein schwebendes Gehege, was es so alles gibt. Lass uns mal ernsthaft mal ein bisschen weiterspielen. Wir haben jetzt im Prinzip, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir müssen die Quarantänestation bauen, oder könnten wir bauen. Wofür die dient, weiß ich gar nicht, wird sicher von irgendeinem Zuschauer gleich erklärt, oder wir gucken nach. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Infotafeln, und ich stelle meine Kaffeetasse ein Stückchen weiter weg, damit ich die nicht umschmeiße. Und was wir brauchen, dann haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir weiter expandieren können. Möglichkeit Nummer 1 oder A ist, dass wir ein weiteres Gehege bauen für weitere Tiere. Oder wir testen mal was ganz anderes, nämlich eine andere Art von Tieren, die wir hier, oder eine andere Art von Tierzucht oder Tiere präsentieren, nämlich die Vivarien. Dass wir im Vivarienhandel uns Tiere besorgen, die wir dann, also irgendwelche Reptilien zum Beispiel, in so kleinen Häusern ausstellen. Das ist dann nicht so viel wie hier zu gucken und nicht ganz so viel so einzustellen, bringt uns aber die Möglichkeit, relativ schnell, vielleicht auch mit Geld und nicht nur mit Arterhaltungspunkten, an Tiere ranzukommen und den Gästen hier schnell eine größere Auswahl zu liefern. Das finde ich eigentlich ganz, ganz hübsch. Können wir uns gleich mal anschauen. Schritt Nummer 1. Infotafeln. Und die bekommen wir, denke ich mal, über Gehege und über nix da. Das war's. Also über Einrichtung. Okay, wieder was dazugelernt. Und über Mülleimer. Wir haben eine Mülleimer. Wir haben noch gar nicht für Sicherheit gesorgt. Wir haben nur unsere Chat-Moderatoren, die unterwegs sind auf Twitch und auf YouTube und da über 370 oder knapp 400 Leute bespaßen. Wir können Warnschilder nicht füttern aufstellen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich mutmaße mal, dass die Tiere dann nicht so schnell krank werden, wenn wir die Schilder aufstellen, denke ich mal. Nicht stören brauchen wir, glaube ich, bei den Tieren nicht. Die sind alle nicht so störempfindlich. Sicherheitskameras, ich weiß nicht. Das ist wegen den Dieben. Es sind Diebe hier unterwegs, potenziell. Wir haben allerdings schon jemand, der hier unterwegs ist und dafür sorgt. Bänke, falls die Leute müde werden. Das ist auch gut, dann bleiben die länger hier und laufen nicht so schnell weg. Und geben mir eher Geld aus. Können wir alles machen. Sollen wir das alles mal machen, ja. Wir beginnen mal aber mit was ganz anderem. Wir wollten Infotafeln aufstellen. Wo finden wir die denn? Lautsprecher? Gehege-Infotafeln, da sind sie. Info-Lautsprecher, das finde ich aufdringlich. Musik in einem Zoo, oh Gott. Ich bin persönlich, ganz, ganz im Ernst, ich bin jemand, der ist der leidenschaftliche Hasser. Ich oute mich, ich bin leidenschaftlicher Hasser davon, dass man heutzutage überall in der Öffentlichkeit, also nicht überall, aber an viel zu vielen Orten ständig zugedudelt wird mit Musik. Das finde ich so schrecklich. Musik ist kein Ereignis mehr, sondern läuft permanent im Hintergrund als Schallteppich. Ich persönlich finde das ganz, ganz grauenhaft und ich will das in meinem Zoo nicht haben, und wenn es auch nur ein virtueller ist. Ich will niemanden angreifen, es gibt auch Leute, die mögen das und stehen total drauf. Ich persönlich finde das ganz, ganz schrecklich. Vivarien-Infotafeln, das ist für die Vivarien. Gehege-Infotafeln, die gibt es in zwei Größen, in zwei Arten. Ah, die kann man entweder anbringen oder aufstellen, okay. Bildung. Und das ist keine Bildung.
der Unterschied zwischen den dreien? Also die kann man sicher am Gehege anbringen. Ne? Hier, die können wir einfach draufkleben. Und dann den Bildungsstand erhöhen. Das dürfte nicht so schwer sein. 10 und 40, das ist vermutlich eine fertige Infotafel, genau. Und das ist vermutlich wahrscheinlich, ach, das ist eine kleine Infotafel. Ist nicht fertig. Das ist, glaube ich, eine, die man noch zu Ende bauen muss dann. Was ist das hier? Erhaltungsinfotafel. Ambient Speaker. Da werden so die Fake-Geräusche eingespielt von den Tieren aus freier Wildbahn. Oder wie dann da im Hintergrund ein Wasserfall hört man dann, wie in Afrika. Kann man machen, finde ich aber auch. Das eine ist nur ein Gestell, schreibt Void Main. Ja Leute, wir machen einfach das hier, dann machen wir nie was falsch. Wir klemmen mal ein paar von den Tafeln hier dran. Passt hier eine Tafel ran? Nein. Oh Gott. Oh Gott, was mache ich hier? Die ganze Welt ist verrückt geworden. Hier aber. Hier kleben wir eine Tafel ran. Mal gucken, ob das klappt. Aber nimmt natürlich Platz weg, ne? Aber kann man machen. Sollte man, glaube ich, eher, ich mache die mal zurück, gleich am Anfang hinkleben, wenn die Leute kommen und wissen wollen, ist das ein Pfau? Hier hin. So, jetzt machen wir mal das hier wieder weg. Und schauen mal, steht da überhaupt irgendwas drauf? So, leer. Okay. Blauer Pfau. Ja, jetzt hat es ja geklappt. Stromkosten 10. Gehege-Infotafel. Ja, das ist okay. Das ist also der Pfau. Das ist da, das verschwindet teilweise in der Mauer. Dann versetzen wir das. Ist, dass wir auch machen können. Ich trickse mal. Mal gucken, ob das geht. Wir nehmen die mal. Und schauen mal. Ob wir, wenn wir das so umstellen, dann die nehmen können. Und ob die jetzt hier vorne drauf passt. Jetzt klappt's. Und das finde ich eigentlich hübscher. Also an so einem Maschendrahtzaun. Das finde ich okay. So kann man das machen. Alles klar. So. Nächster Schritt. Und da muss ich gleich eventuell auch der Techniker drum kümmern. Dann haben wir hier noch ein Gehege. Achtung. Hier. Wie machen wir das denn? Da würde ich doch mal mit den Tafeln experimentieren. Einrichtungen. Warum kostet das 10 und das ist, kostet 40? Ach, weil das schon das Fix und Fertige ist? Ich weiß es nicht. Wir bauen, nehmen halt das hier. Das kommt dann hier hin. Schauen, ob das funktioniert. Ob das denen jetzt zugeordnet wird, ist nicht der Fall. Das wird denen nicht zugeordnet. Das ist zu weit weg. Vermute ich mal. Oh Gott, was ist jetzt los? Wir stellen das mal testweise woanders hin. Ich stelle es mal ins Gehege rein. Mal gucken, ob wir das jetzt beschriften können. Nein. Nein.
probiere ich mal die andere Tafel aus. Musst du drehen. Ich habe es ja schon gedreht. Das ist doch die richtige Seite, oder? Meinte, das ist die richtige Seite. Habe ich doch schon gedreht. Das ist die Rückseite, das ist erkennbar. Das ist die Vorderseite, sieht man ganz deutlich. Das steht richtig rum. Gehen wir aus dem Baumenü raus, das ist der Tipp von Birgitta. Darf ich kurz mal was einwenden? Und zwar wurde im Chat gesagt, dass das nur ein Gestell ist. Da gehört noch ein Monitor drauf. Ein Monitor? Und der ist wahrscheinlich noch nicht erforscht. Ah, jetzt könnte es klappen. Wollen wir mal ausprobieren? Ja, super. Ah, oh Gott, wie furchtbar. Ich muss manchmal mich daran erinnern, dass ich hier nicht alleine bin, sondern dass ich das vor Zuschauern mache. Und jetzt? Das ist das Gestell. Ah, wir müssen das essen. Ah, ich fange schon wieder an. Es ist so peinlich. Entschuldigt bitte, es ist mir so peinlich. Ja. Gott, wie schrecklich. So, aber es ist verkehrt rum. Seht ihr? Okay, dann drehen wir die Tafel also doch. Drehen sie einmal um die eigene Achse. Oh, jetzt habe ich die Tafel gedreht. Dann steht die dann auf dem Kopf. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt machen wir ein kleines Experiment. Jetzt packt mich die Neugier. Ne? Ja, schaut mal. Es sind zwei Gestelle hintereinander. Wir machen jetzt mal alles weg hier. Wir machen es da wieder komplett neu. So. Ne? Ist da alles weg, ja. So, dann machen wir das der Adder nochmal. Hier wieder hin. Einrichtung. Infotafel. Das sollte eigentlich schon die fix und fertige sein, oder? Ja, das ist die fertige. Klasse. Jetzt haben wir's. Ja, hat ja auch gar nicht lange gedauert. Prima. Sehr schön. Wir gucken mal, wie wie unsere Zoogäste darauf reagieren. Jetzt steigt gleich die Bildung hier. Gott, was für lange Schlangen hier. Also die Box wird gar nicht angenommen, vielleicht aber später. Ich stelle die mal um und platziere die mal woanders hin. So, und dann noch mal die Mitarbeiter noch mal checken. Den Techniker. Die Tafeln müssen nicht angeklickt werden. Alles gut. So, das haben wir jetzt gemacht. Nächster Schritt wäre die Quarantänestation. Wobei ich gar nicht weiß, wofür. Für die Warzenschweine noch eine. Natürlich. Wer hat den Tipp gegeben? Hasko-san, ich danke dir. Selbstverständlich. Wir nehmen noch eine zweite. Einrichtungen. Hier. Haben wir da überhaupt Platz für? Das könnte schwierig werden, kann sein. Moment, wo ist vorne und hinten? So ist vorne.
schauen, ob das angenommen wird hier. Nee, ach, da unten sind sie. Okay. Ich bin nicht so sicher. Also wenn die wirklich in der Mitte nicht stehen, dann klauen wir die mal. Stellen die mal hier. Oh. Ich will nicht die Infotafel, ich will alles mitnehmen. Wie mache ich denn alles auf einmal? Kann man einen Rahmen ziehen? Nein, wie mache ich denn alles auf einmal? Alles auf einmal anklicken. Eventuell mit gedrückter Shift-Taste? Mal schauen. Nein, gedrückte Steuerungstaste? Ja. Nein. Doch. Oder? Nein. Steuerung und Shift? Nein. Alt und Klick? Nein. Das Gestell verschieben, ja, ich versuch's mal. Das klingt logisch. Mal gucken, ob das klappt. Ich versuch mal, das ist eigentlich... Ja, dann bleibt die Tafel... Ist egal, dann setzen wir die Tafel halt nochmal drauf. Also hier scheint immer eine Lücke zu sein, wo die Leute... Na, schon stellen sich Leute dahin. Na super, dann lassen wir die ja. Dann stellen wir die so ein Stückchen weiter rüber. Sagen wir mal hier daneben. Sollte doch hoffentlich klappen. Bitte auf alle Schilder gucken. Die Warzenschweine fühlen sich sonst vernachlässigt. Das wäre bitter. Rahmen hat bei mir nicht geklappt, Schmidti. Liebe Grüße. Ja, gut, wie auch immer, haben wir jetzt ja hinbekommen. Quarantänestation. Wozu braucht man denn eine Quarantänestation? Was ist hier los? Ja. Also im Chat hat mal jemand geschrieben, gerade bei den Neugeborenen müssen zuerst in die Quarantänestation. Oh. Habe ich gerade gelesen. Liebe Grüße an The Fliebutz, der diesen Tipp gerade gegeben hat. Dann machen wir das sofort. Das heißt, wir schnappen uns die Einrichtungen, Mitarbeiter, Quarantänebereich klein. Oh Gott, der Kleine ist ja schon ein großer. Hierhin bitte. Dann müssen wir aber erstmal, ich setze den erstmal hier irgendwo hin. Dann schnappen wir uns das Bäumlein. Setzen das hier vorne hin. Wo ist der Eingang? Ja. Gibt es hier ein Fenster? Ja, eine Oberluke. Und wer arbeitet in einer solchen Quarantänestation? Ein Arzt, denke ich, ne? Wir schnappen uns nochmal Dr. Nordana. Dr. Nordana, bitte kommen! Dr. Nordana, bitte in den OP! Nein, in die Quarantänestation! Wir haben für dich einiges zu tun. Ist Nordana eigentlich im Chat oder hat die sich nur gestern hier gemeldet und macht heute blau? Das wäre ja unfassbar. Notfalls bitte alle mal rufen. Nordana, Dr. Nordana, bitte kommen in die Quarantänestation! Alle zusammen, dann klappt das. Wir sind über 400 Leute. Wenn wir Nordana rufen, dann kommt die sicher in den Stream hineingeeilt. Die hat eine Aufgabe zu erledigen.
Manchmal muss man, also als Zuschauer, man kann sich nicht nur namen. Da bist du ja, Nordana. Liebe Grüße. Ich habe ganz lieb von dir geredet. Schön, dass du da bist. Du bist doch im Einsatz. Hast du deinen Arztkittel an? Will ich doch stark hoffen. Mach dich bitte fertig. Dein großer Auftritt. Dr. Nordana, bitte komm. Also wir gehen rein mit Dr. Nordana. Arbeitsbereich Ärztin, Arbeitsbereich bearbeiten. Und zack. Gut. Dann kümmern wir uns aber auch mal kurz nochmal um die Forschung. Liebe Dr. Nordana, arbeitest du im Augenblick irgendwo? Nein. Du kannst auch mal selber selbstständig mitdenken. Du hast dich doch gestern gemeldet. Ich muss doch nicht immer sagen, Dr. Nordana, geh doch hin, geh woanders hin. Ich setze dich mal bei den Pfauen ein. Oh Gott, was hier für Krankheiten zu entdecken gibt. Furchtbar. Das ist die Quarantänestation sicher, ne? Mal schauen. Jetzt kommst du erstmal hier hin. Und jetzt müssen wir uns noch unserem Techniker sagen. Arbeitsbereich Techniker. Arbeitsbereich muss der Techniker. Der Techniker kümmert sich bei uns um alles. Muss der Zoopfleger sich da auch drum kümmern? Worum kümmert er sich im Augenblick? Der Facility Manager. Der kümmert sich um alles bei uns. Der kümmert sich um alles. Haben wir da alles gedacht? Ich will es doch stark hoffen. Und jetzt, ich gebe mal ein bisschen Tempo rein wieder und jetzt schauen wir uns das hier mal an. Wir gehen mal gucken. Im Tierhandel. Tierbelohnungen, Ei. Wir haben keine Belohnung bekommen, aber wir bekommen irgendwann Belohnung. Rosa-Pink-Tiere, Pink Panther bekommen wir eventuell. Wer weiß. Oh, es ist sogar eine Partnervermittlungs- oder Vergleich-Tool ist sogar mit dabei. Falls einzelne Leute von euch hier heute Abend vielleicht noch aktiv werden wollen, man muss sich ja nicht mit einem Tier verpartnern lassen. Es geht auch was anderes. Also dieses Fenster steht euch allen offen. Oder ihr guckt euch mal im Chat um. Wir werfen mal einen Blick in den Tierhandelsverlauf. Nein, Tierhandelszentrum. Das ist von vorher. Also jetzt gucken wir mal bei unseren Tierchen nach, bei den Kleinen, die wir haben. Wir haben kleine Strauße und kleine Pfauen. Kommen die automatisch rein? Kommen die automatisch in die Quarantänestation? Weil wir haben doch... Wen haben wir denn hier alles? Wir gehen mal in die Tierliste. Haben wir nicht andere noch irgendwo eine Tierliste außerhalb des... Haben wir eine eigene Liste aller unserer Tiere irgendwo? Da habe ich mich noch nie drum gekümmert. Technikforschung? Robin, Technikforschung in der Werkstatt. Natürlich, das machen wir auch. Design Indien, Design Neue Welt. Gehege verbessern, Barrieren verbessern. Transportfahrgeschäfte, Strom, Imbissstände, Getränkeläden, Klimaanlagen, Souvenirläden. Das lohnt sich garantiert. Robin, du arbeitest jetzt im Souvenir. Das hat nicht geklappt. Jetzt aber. Robin arbeitet bei den Souvenirläden. Also an der Erforschung der Souvenirläden. Einrichtungen. Also stark nachgefragt werden unsere Leute noch nicht. Strom, alles gut. Zwei Stromgruppen, warum nicht nur eine? Das Technikforschung läuft, Veterinärforschung läuft, Mitarbeiter sind da. Das ist die Liste unserer Tiere, haben wir also doch eine. Und wir sortieren die mal, das ist, was denn das hier für eine Anzeige? 750. Was bedeutet das denn? Wir können irgendwie unsere Tiere auch nach Zuschauern benennen, nicht nur die Mitarbeiter. Nur um das mal erwähnt zu haben. Kann man die nach dem Alter sortieren? Hier. Oh Gott, der blaue Pfau ist schon 14 Jahre alt hier. Ich habe den finsteren Verdacht. Wir brauchen demnächst neuen.
Jetzt aber, wie ist das denn mit der Inzucht? Wir haben ja bislang nur ein Männchen bei allen unseren Arten. Jetzt kommen ja Kinderchen zur Welt. Also ich weiß noch, das habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass das für die Entwicklung der Gene schlecht ist, wenn die sich nicht durchmischen. Sollen wir nicht noch ein zweites Männchen uns überholen und gegebenenfalls auch die Anzahl der Weibchen erhöhen? Wir bräuchten zumindest, glaube ich, zwei Männchen pro Tierart. Ich denke mal laut nach und guck mal, was ihr im Chat dazu schreibt. Weil wenn wir das nicht machen, dann können die ja gar nicht anders als Dinge machen, die moralisch nicht ganz einwandfrei sind. Also ich denke ja, ne? Auf YouTube wird berichtet, es gäbe Probleme mit dem Chat, mit dem Stream. Stimmt das? Nein, mit Steam. Mit Steam? Also Steam ist wohl down, ja. Aha. Das heißt, das sind Leute, die parallel spielen und darüber gerade diskutieren. Über ihre Spielerfahrung. Okay. Ja, wie läuft das mit den Männchen? Brauchen wir? Spielt gar keine Rolle, schreibt Goraf. Das glaube ich nicht. Unter den Zoos werden die Partner jeweils getauscht bzw. verbrockt, damit die Gene besser wären. Sonst beliebe es in der Familie, schreibt Arrakus. Also meint ihr nicht, wir brauchen zwei? Der alte Hahn gegen einen neuen austauschen, schreibt Birgitta Maria. Da schlucke ich mal jeden Kommentar runter. Partnertausch. Bei Sims Atelier geht ebenfalls die Fantasie durch. Reißt euch am Zügel, ihr Lieben! Also ich merke schon die Frage, irgendwie vermischen sich hier gerade das Fachgespräch über Tierzucht vermischt sich ein bisschen mit dem, was ihr bei RTL 2 bisweilen guckt. Da scheinen doch verschiedene Bereiche ein bisschen durcheinander zu gehen. Im Ernst, braucht man ein zweites Männchen? Also ich finde das eigentlich logisch. Also wäre ich Entwickler, ich würde das so einstellen, dass man ein zweites Männchen brauchen würde überall. Sonst würden die Gene irgendwie kaputt gehen, oder? Dann kommen, jetzt kommen doch die praktischeren Vorschläge rein. Salatgurke schreibt, Salatgurke from hell. Was ist das für ein Nickname? Ein Männchen zum Züchten nehmen, sobald Nachwuchs da ist, ist verkaufen ein neues Männchen. Klingt auch plausibel. Also ich merke, bei euch gehen, darauf gehe ich jetzt mal nicht ein. Wir können das jederzeit machen. Ich schiebe das Problem mal beiseite, wir schauen uns das später an. Aber das müssten wir, hier ist die Quarantäne. Niedriger Bedarf, die scheint sich automatisch zu füllen, die Quarantäne. Da müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Wie sehen die Finanzen aus? Ausgaben? Einnahmen? Einnahmen im Plus? Okay. Wir haben 23.000. Dafür, dass wir so viel investiert haben, sieht das alles sehr solide aus. Läuft. Ich speichere einmal ab. Das habe ich länger nicht mehr gemacht. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir holen uns weitere Tiere. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Vivarien oder ein weiteres Gehege. Ich würde das gerne mal ausprobieren mit den Vivarien, wie das funktioniert. Das sind hier die verschiedenen Tierarten und wir gucken mal, was hier doppelt und dreifach ist. Wir sortieren nach den Arten. Ist das schon nach den Arten sortiert? Ja. Okay. Die kann man alle billig kaufen gegen Geld. Geld haben wir in rauen Mengen. Kann man hier sortieren nach Preis? Hier gibt es keine Sortierung. Was ist denn hier los? Markt für Vivarientiere. Keine Sortierung möglich. Bei keinem dieser Teile. Das ist ja krass. Warum denn das? Weil es so wenige sind? Wird gemutmaßt, weil die Server offline sind, gerade nicht erreichbar, dass das da irgendwie jetzt hängt. Das könnte sein. Lieber WB, was noch dazu kommt, wie du gerade im Menü drin warst, hat man auch gesehen, dass du auch im Spiel offline bist. Ich bin offline. Ja, also im Menü, was du gerade aufgemacht hast, ist vorgestanden, du bist auch offline. Dann starte ich das Spiel mal neu. Da unten steht's jetzt. Du bist offline. Da steht's. Ich starte das Spiel neu. Ist alles eine Aufzeichnung drauf? So funktioniert das, wenn irgendwas live ist. Der Hintergrund wird schwarz wie die Hölle. Das ist der Hades.
Nicht neu starten. Nein, warum nicht neu starten? Liegt nicht an den Servern. Ich habe ja gerade gespeichert. Wird nichts bringen. Ich kann das Spiel nicht neu starten. Das wäre aber bitter. Sims Atelier. Ich bin aus Versehen über den Serverstecker gestolpert. Entschuldigung, mein Fehler. Steam sei hinüber. Ach so, ihr seht nicht, was ich sehe. Steam. Es gibt ein Steam-Problem, tatsächlich. Ich weiß aber nicht, auch wenn ihr jetzt geschrien habt, nicht neu starten. Ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre. Ich stoppe mal die Aufzeichnung zwischendurch. Und wir gucken mal, wie wir weitermachen.